Die Sammlung. Drei Jahre auf See. Die Besatzung der Seeker konnte die Heimat kaum erwarten. Viel gab es zu berichten, denn wir segelten los, dorthin, wo Abenteuer und Wissenschaft sich gegenseitig die Hände reichen. Von der schottischen Heimat führte unser Weg um die ganze Welt. Wohl wussten alle an Bord um die Gefahren unserer Expedition. Doch ich konnte der Mannschaft vertrauen, denn Kapitän Woseley war ein guter Freund meines Vaters gewesen und über die Jahre auch mein Freund geworden. Niemand auf der Seeker hätte seine Autorität in Frage gestellt. Und so suchten wir die abgelegenen und gefährlichen Seerouten, um unbekannte Spezies zu entdecken. Auf dem Weg nach Indien wurden wir zum ersten Mal fündig. Gigantische Raubfische mit tückischen Augen und Messerzähnen, die größer als Häuser waren, tauchten aus den Untiefen auf. Allein dem guten Wetter und der Wendigkeit unseres Schiffes verdankten wir es, dass wir mit dem Schrecken davon kamen. Einmal versuchte ein Wesen, halb Tintenfisch, halb Krake, unser Schiff zu verschlingen und verursachte erhebliche Schäden an Bord. Zum Glück gelang es, dem Untier einen der teuflischen Fangarme abzuschlagen, woraufhin es von uns abließ. Im fernen Osten beobachteten wir eigenartige Fische, die in der Dämmerung das Wasser verließen und um das Schiff herumschwirrten wie groteske Schmetterlinge. Auch von dieser Spezies fingen wir ein Exemplar. Und sogar noch weitaus Kurioseres bekamen wir zu Gesicht. Aggressive Kopffüßer mit langen Zungen in den Dschungeln Südamerikas, Seedrachen mit Hörnern und giftigen Stacheln am Leib, Wirbelstürme und Wolkentürme, die wie wütende Gesichter aussahen, und auch Erscheinungen, von denen manche der Mannschaft schworen, es seien Meerjungfrauen gewesen. Stetig wurden wir schweren Prüfungen ausgesetzt, Giftpflanzen, vergammeltem Proviant und Stürmen. Schließlich hatten wir uns auf einer der vielen Südseeinseln eine lähmende Seuche an Bord geholt und setzten krank, erschöpft und mit ein paar Mann weniger die Segel gen Aberdeen. Meine Aufzählungen müssen wie die Phantastereien eines Romantikers oder Verrückten wirken, doch von vielen dieser Begegnungen konnten wir Beweisstücke für die Museen mitbringen. Vieles ging uns durch den Kopf, als wir langsam in Richtung schottischer Küste zurückkehrten. Doch mit nichts hätten wir weniger gerechnet als mit dem, was uns hier in den heimischen Gewässern begegnen sollte. Nebel lag über der See und eine unruhige Stimmung hatte sich breit gemacht. Sogar der Kapitän schien innerlich unruhig. Der für diese Zeit übliche Wind hatte sich vollständig gelegt. Seltsam, knurrte der erfahrene Kapitän. Vielleicht waren es lediglich die von jahrelanger Fahrt strapazierten Nerven und die freudige Ungeduld, endlich die Heimat zu sehen, die unsere Nervosität hervorrief. Auch ich wurde davon angesteckt. »Was ist los?«, fragte ich angespannt. Doch Woseley schwieg. »Ein plötzlicher Wetterwechsel?«, versuchte ich es mit einer Erklärung. »Dann wäre Sturm oder Regen zu erwarten, nicht diese Flaute im Nebel.« Angestrengt starrte der Kapitän in die grauen Schleier. Es war, als suchte oder erwartete er etwas. Mich fröstelte. Mir kam es so vor, als würde das Boot unregelmäßig und leicht schwanken, so als würde es durch eine unsichtbare Kraft bewegt. Auch einige andere hatten diese Vorgänge mittlerweile bemerkt. »Ein Leck«, riefen manche. Andere waren sich sicher, dass sich etwas unter dem Schiff bewegte. Sogleich liefen ein paar der Matrosen an die Reling, um Ausschau zu halten. »Ein riesiger Fisch!« »Nein, das ist ein Mensch!« Schließlich sah Captain Woseley selbst nach, was diese Erregung verursachte. Augenblicklich prallte er wieder zurück. Sein Gesicht war weiß geworden. Ich riskierte jetzt ebenfalls einen Blick über die Brüstung, denn mittlerweile war zweifellos klar, dass sich ein Tier bei unserem Schiff herumtrieb. Doch welcher Art dieses war, blieb ein Rätsel. Während die einen darauf schworen, es handelte sich um einen bunt schimmernden, großen Fisch mit gezackten Flossen, waren andere fest überzeugt davon, ein Mensch tauche vor uns im Meer. Einige andere wiederum sprachen von einer Schlange mit lauter Seetang an ihrem Körper. Was ich gesehen hatte,
behielt ich vorerst für mich. Meine Augen gaukelten mir eine Art Pferd vor, das jedoch mit Schwimmflossen behende durchs Wasser glitt. Jetzt hörte ich in der Mannschaft ein Wort munkeln, einen Namen aus alter Zeit, der Angst und Aberglauben auf der Seeker weiter anheizte. Es war das gälische Wort für einen Wasserdämon. »Unsinn!« brüllte der Kapitän, doch etwas in seinem Blick verriet mir, dass er mittlerweile selber nicht mehr so sicher war. Plötzlich wurde unser Schiff von einem wuchtigen Stoß erschüttert. Einer der Besatzungsmänner, der noch immer über die Reling gebeugt gewesen war, stürzte über Bord. Seine abgehackten Schreie verrieten uns, dass das eigenartige Tier unseren Kameraden bei lebendigem Leibe fraß. Doch diese Kreatur war nicht die einzige. Gleich vier der Bestien umrundeten jetzt die Seeker, dabei änderte sich immer wieder ihre Gestalt. »Harpunen und alles, was wir haben!« bellte Captain Woosley. Endlich kam wieder Bewegung in die Mannschaft. »Was sind das für Kreaturen?« fragte ich, nicht ohne wissenschaftliche Neugier. Der Freund sagte grimmig, »Wenn du meinst, wir könnten hier Anschauungsobjekte für deine Forschung sammeln, bist du schief gewickelt.« Wie um dies zu unterstreichen, hörten wir beunruhigende Geräusche aus dem Schiffsbauch. Die Monster schlugen von unten Löcher ins Schiff. Die ersten Männer stürmten bereits hinunter, um dem Ansturm Einhalt zu gebieten, doch der Captain hielt sie zurück. »Seid ihr des Wahnsinns? Wollt ihr alle umkommen?« Verzweiflung machte sich breit. »Was sollen wir dann tun? Was greift unser Schiff an?« Woosley zögerte, bevor er mit zitternder Stimme erklärte, »Habt ihr schon einmal von den Wasserpferden gehört?« »Aber das sind doch Mythen und Lügen.« »Sollte man meinen. Doch mein Großvater ist einem dieser Ungetüme zum Opfer gefallen und mit seinem Fischerboot gesunken. Ich muss es wissen, denn ich war dabei.« Jetzt war es an mir, verblüfft zu sein. »Willst du mir erklären, du bist als Kind einem Wesen entkommen, das ich bisher rein ins Reich der Volksmythen verbannt hätte?« Sein Blick ließ jeglichen Zweifel in mir jäh ersterben, und ich wagte es nicht mehr, ihn nach näheren Einzelheiten auszufragen. Dem Tumult unter Deck nachzuurteilen, blieb uns ohnehin nicht mehr viel Zeit für Gespräche. »Wenn du überlebt hast«, stieß ich hervor, »muss es doch einen Weg geben, etwas gegen die Monster auszurichten.« »Haben sie etwas gewittert, kennt ihre Raserei keine Grenzen. Wir sind allein in Gottes Hand.« Derart fatalistisch kannte ich den Kapitän nicht. Noch immer fragte ich mich, was die Wesen angelockt hatte. War es der Geruch von Menschen oder etwas anderes, das sie auf uns aufmerksam gemacht hatte? Schlagartig befiel mich eine Sorge um die wissenschaftliche Sammlung, das Herzstück unserer ganzen Expedition. Sie war ebenfalls unter Deck verstaut. Ein innerer Drang lenkte mich zur Treppe nach unten. Woosley schrie mir noch etwas hinterher, doch die Sorge um den Erfolg unserer Reise war stärker. Das Schiff schwankte mittlerweile so stark, dass ich ins Rutschen geriet und hart auf dem Unterdeck aufschlug. Ich hörte ein Schnauben, Knurren und Geifern. Die Wasserpferde hatten sich bis zu meiner Kajüte vorgearbeitet. Darin befand sich all das, wofür ich diese Reise überhaupt angetreten hatte. Die Tür stand offen, während das Wasser langsam eindrang. Das Schiff würde eindeutig früher oder später sinken. Natürlich war mein Unterfangen sinnlos, denn unmöglich hätte ich alle Objekte alleine retten können. Klopfenden Herzens und mit einem Kloß im Hals blickte ich auf die Früchte all der harten Arbeit und Entbehrungen. Auch die fremdartigen Tiere starrten auf die Kuriositätensammlung aus den Weltmeeren. Ein Kreischen entrang sich ihren Kehlen. Kurz spürte ich den Drang, mich dazwischen zu werfen, lieber zu sterben, als alles untergehen zu sehen. Da drehten sich die drei pferdeartigen Tiere zu mir. Man konnte nicht erkennen, wo das hereinschäumende Wasser endete und ihre Körper begannen. Um ihre Köpfe schlängelten sich weißliche Tentakel und ihre Leiber waren mit Moos und Seetang bedeckt. Ihre großen Augen blitzten mir rötlich entgegen. Für einen Moment
hatte der Lärm geendet. Das Leuchten ihrer Augen ließ allmählich nach, und stattdessen spiegelte sich nun etwas wie Traurigkeit darin. Ein waghalsiger Gedanke schoss mir durchs Hirn. Waren sie deswegen eingedrungen? Hatten wir durch unsere Forschergier das Schicksal zu sehr herausgefordert? Das vorderste Tier schnaubte und wackelte nervös mit dem Kopf. Die anderen bleckten eine Reihe beachtlicher Zähne. Einer Eingebung folgend, zeigte ich zittrig auf die Sammlung und wich dann langsam zurück. Mir kam es vor, als ob ihr Schnauben sanfter wurde. Dann, wie auf ein lautloses Kommando, stürmten die Tiere in die Kajüte und machten sich über sämtliche Fundstücke unserer Reise her. Unbändig rissen sie alles mit sich in die gurgelnden Fluten, die immer weiter im Schiffsrumpf aufstiegen. Es war jedoch kein Akt der Zerstörung, sondern vielmehr eine Befreiung. Stück um Stück verschwand, wurde dem Meer wieder zurückgegeben. Erst jetzt realisierte ich, dass mir Tränen das Gesicht herunterliefen. »Willst du das Glück gleich zweimal herausfordern?« riss mich eine vertraute Stimme aus meiner merkwürdigen Starre. »Du wirst ertrinken!« Es war der Käpt'n, der mich am Arm fasste. Eine Wunde klaffte an seiner Stirn. »Sie kommen zurück!« hörte ich ihn noch. Hinter mir tönte das Kreischen eines der Dämonentiere. Gleich darauf krachte ein Schuss. Dann ging alles im Tosen des Wassers unter und ich wurde gegen eine Wand geschleudert. Der Sog zog mich herab. Als mir beinahe die Sinne geschwunden waren, zog mich jemand oder etwas nach oben. Stunden trieben wir an Planken geklammert auf den Wellen. Schließlich lasen uns fremde Boote auf und brachten uns in den Hafen. Wir blickten um uns, froh, noch am Leben zu sein. Viele waren jedoch ertrunken oder von den Trümmern des berstenden Schiffes erschlagen worden. Von unserer Seeker und der Sammlung fantastischer Geschöpfe war nichts übrig geblieben. Und auch Captain Mosley sah ich nie wieder. Wahrscheinlich hatte ich ihm meine Rettung zu verdanken, während er selbst seinem Großvater zu den Wasserpferden gefolgt war. Seither bin ich nicht mehr zur See gefahren, denn ich tue mein Bestes, um zu vergessen. Auch meine Forschungen habe ich aufgegeben, denn die Universität glaubte mir kein einziges Wort von meinen Erlebnissen. Auch ich selbst frage mich manchmal, ob es Wirklichkeit war. Nur zuweilen, in schweren Träumen, blitzen mich rote Augen anklagend aus der Düsternis an.